Gut, gut, gut. Oh, Zeit für ein Bier. Sag mal. Ja, ich will's Lasche. Kick mal nach dem Internet, ob irgendwas los ist. Ob dieser hier Henrietten-Harry schon offen hat. Richtig, mach ich drin. Oh. Travis hast du nicht mehr gesehen, der war vorhin noch ein bisschen unterwegs. Der ist ja, jetzt bei seinem Bewerbungshelfer, ne? Genau. Travis und ich waren. Ja. Der ist weg. Travis und du waren? Wir haben einen romantischen Ausflug gemacht. Willst du alles darüber wissen? Auf keinen Fall. Ich würde es aber schon gern wissen. Oh Gott. Er hat mich zu einer Kirche gefahren. Oh Gott, gerade auf einem scheiß Friedhof, oder? Ja. Ist er nicht romantisch? Echt? Ich hätte hat sie aber nicht irgendwie ausgegraben, oder nicht? Er hat gesagt, ich soll dir da nicht zu viel drüber verraten. Oh. Ihr klein. Ey, wirklich. Aber ich kann dir sagen, meine kalten Hände war das Einzige, was er berührt hat. Und andersrum. Aber da viel. Nachher waren die auch nicht mehr so kalt, die Hände. Ja. Ich weiß nicht, ob das noch normal ist. Ich nenne dich trotzdem ein paar kranke Wichser. Also ich. Entschuldige, ja. Ich werde das nächste Mal einfach nicht mehr nachfragen. Danke. Das ist ja. Wo haben wir denn hier eine Kirche? Kann ich dir zeigen? Wir haben sogar mehrere. Eine in der Stadt und eine hier oben im Norden irgendwo. Aha. Jax, ist ein Bier? Jo. Ein Starkbier. Hat Harry jetzt schon offen? 21 Uhr. Jetzt ist die Frage, was wir da machen, war. Ja, ich würde einfach sagen, wir machen einfach auf. Poste einfach mal, dass wir offen sind. Und dann schauen wir mal. Ja? Kannst du vielleicht noch, weiß ich nicht, machst du wieder Bilder oder so ein Scheiß? Ja, jetzt warte mal. Ich rufe nochmal bei dem Gewerbeamt an. Ah ja, genau. Jo, danke dir. JD, deine müden Knochen können doch auch was vertragen. Ja, nach dem Unfall heute. Ja. Naja. Oh. Na dann hier. Ja, ja, klar. Das wird helfen. Dann damit. Aber dann doch viel auf dem Wochenmarkt gewesen, hä? Ja, kann ich auch nicht einschätzen. Naja, dafür wie es am Anfang aussah, das meine ich, hä? Naja, das schon, ja klar. Und ich konnte zweimal eine Beinschere ansetzen. Zweimal? Ja, ich hab den haarlosen Günni auch eine Beinschere gegeben. Ach, was hat er wieder eine große Fresse gehabt, oder was? Naja, ich hab den ich hab den irgendwie gefragt, ob ich gefährlich aussehe. Und er hat gesagt... Und dann hat er in deine strahlenden blauen Augen gesehen. Und dann hat er gesagt, du siehst knuffig aus. Und dann hab ich ihm eine gegeben. Dann hat er mir eine gegeben und dann hab ich ihn in die Beinschere geholt. Ja. Das wird, glaube ich, mein Signature-Move. Die Beinschere? Beinscheren-Doc. Oder Doc Beinschere? Aha. Ja. Was denn besser? Ich glaube, Doc Beinschere gefällt mir besser. Ja, und jetzt muss ich nur noch üben, dass das... Summer sagt, ich soll dabei noch sagen, ich schlitz dir die Kehle auf. Hatte ein bisschen Angst, dass sein Bart aus dem Gesicht gleich rausfliegt. Also vom haarlosen Günni. Ist ja nur angeklebt. Also ich denke, ich kann da noch mal vorausfahren und kann, aber du hattest doch gestern gesagt, hä? Naja, aber das warte mal, angucken, was warte abgeht. Mal, warte mal. Was Summer jetzt hier macht. Achso, die will wieder rein. Naja, die will doch irgendwas mit dem Gewerbe machen. Ach so, geht es immer noch um den Seitenzugriff oder was? Ja, es ist eine Katastrophe. Oh, das ja nur so am Rande mitbekommen. Aber wer hat den denn? Keiner, glaube ich. Ach so. Das ist die Werbeamt oder so. Absolut wild. Das stimmt, das ist auch sauber. Naja. Bist du morgen da? Klar. Ich bin morgen angeln. Oh, hast du erzählt eben mit der Dings, ne? Was hast du Granate? Ich hab das nur halb so mitbekommen, aber was? Naja, Granaten-Georg, der hat da so ein bisschen Tipps gemacht zum Angeln, weißt du? Heilige Scheiße. Der hat da nur dummer. Ja, er hat gesagt, wenn du in großen Mengen willst, ja, dann gibt's da so eine Technik und die hat er uns ein paar Mal präsentiert und die würde ich morgen gerne ausprobieren. Oh, krass, Mann. Das ist man nicht. Ich habe mir das immer so vorgestellt, Mann. Ich habe ja noch nie so lange gesessen, aber ist es wirklich so, dass es im Knast eigentlich für jeden so was spezialistentechnisch gibt? Naja, es gibt für alles Ansprechpartner. Heilige Scheiße. Ja. Tischtennis Mike ist der es reinschmuggelt. Ja. Messer Pete ist halt, ne? Messer Pete. Ah, ja, klar. Auf alle Arten spezialisiert. Dann haben wir noch.
Ja, wir waren hier halt wir haben halt die Fußbilder gemacht, ne? Travis und ich. Also warst du, wen hat man dich dann genannt? Na, ich war einfach der Vater. Ach so, und Travis war... Ich war Vater Chase, ja. Und Travis war... Travis war der Maler. Oh, der Maler, das ist aber auch wirklich kreativ. Naja, klar. Und der hat dann halt immer dafür gesorgt. Wir hatten halt relativ gut, was halt ganz geil war, die ganze Übergrifflichkeit und so, bei uns war halt relativ niedrig. Weißt du, weil die ganzen Leute auf ihre Fußbilder gemacht haben. Ja, also... Also der Fetischfaktor war um ein Vielfaches höher. Ja, dann aber auch relativ wenig angegangen, oder? Weil ja, genau, die hatten dann die ganzen Fußbilder und dann... Hm? Ja, klar, Mann, das verstehe ich. Naja, klar, also, das mit... Ja? Wir kriegen eine neue Seite, aber ich krieg erstmal Zugriff auf die bisherige. Nur irgendwie hat das Gewerbeamt oder wo auch immer ich da anrufen musste, das noch nicht hingekriegt. Oh. Der kümmert sich gerade, der ruft gleich an. Da soll man mal sagen, man lebt irgendwie in einem digitalen Zeitalter, hä? Naja, klar. Naja. Na, auf jeden Fall habe ich gesagt, die haben die halt Zeit auf die Fußbilder gemacht, wa? Ja. Naja, und dann Travis konnte halt sehr gut zeichnen. Und dann also war das halt so, man... Ja, also bei dir durften die Füße nicht verletzt werden, bei Travis die Hände nicht. Naja, die wussten ja nicht, dass das meine Füße sind. Die haben immer gesagt, mal mir mal die... Wow. Hat er die Haare weggelassen? Naja, der hat die schon leicht verändert. Aber der hat halt, die haben halt gesagt, hey, kannst du mir mal die Füße von Selena Gomez malen? Und dann hat er die Füße von Selena Gomez gemalt. Das war halt meine ohne Haare. Ne? Ah, krass. Eigentlich waren es immer meine Füße. Aber es waren das, da geht es halt nur um die Vorstellung, wa? Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Unheimlich hoher Fetischfaktor in dem Kasten. Also im Bundesgefängnis Liberty. Krass. Alles Fußficker. Und alles. Dann macht man sich auch Freunde, Mann. Dann macht man sich natürlich auch, Mann, weil das wichtig ist. Ja, ja klar, verstehe ich. Und ja, dann hast du Leute wie den linken Phil, der ist nicht so wichtig. Nee, das ist wirklich nicht die linke Phil. Ja. Ist ja im Anarchisten-Scheiß. Wer ist denn der linke Phil? Naja, der hat immer diese komische Anarchisten-Scheiße, so das Establishment, das Patriarchat, Unterdrückung. Ist das so ein Scheiß-Veganer? Nein, keine Ahnung, Mann. Also vom Essen, ich weiß nicht, wie man... Du kannst im Knast nicht vegan sein. Den Geschmack des Todes, wie man den verschmähen kann, weiß ich nicht. Du Scheiße. Ey, du sollst, ich sehe ganz ehrlich, irgendwann sehe ich hier, komme ich hier hoch aufs Parkett und dann sehe ich Summer halbnackt in so einer Blutlache aufwacken und man sieht so ein bisschen so Teile eines Schafs. Ja, so, also wir hoffen, dass es ein Schaf ist, nicht? Oder ein Pferd, so ein Teil eines Pferdes. Ich bin doch kein Weirdo. Sie beißt in so ein rohes Pferdeherz rein oder so. Ja. Was denkt ihr von mir? Ich bin doch kein Weirdo. Ja, genau. Was denken wir von dir? Gar nichts. Ja, gar nichts haben wir natürlich nicht. Das, ja. Vor allem hast du gestern im Leichenwagen. Das war absolut normal. Das war super. Ah, vollkommen normal. Oder als du ins Gesicht bekommen hast und danach aufgestanden bist und gesagt hast, schade, ich bin nicht tot. Das ist normal. Liam, was geht? Ja, hallo. Hey, Liam. Willst du einen Pilsen haben? Hallo, ja, gerne. Yeah. Ja, klar. Ich muss nachher mit dir reden. Okay. Ich geh meine Piefen ab. Schreibst du eigentlich die Namen der Knast-Stories auf? Nee, alles improvisiert. Der wird sich auch ein paar Mal ändern, denke ich. Ein paar Sachen kann man sich merken, aber so viele Sachen kannst du dir nicht merken. Das ist immer unterschiedlich. Elektro-Mike zum Beispiel schon wieder vergessen. Nee, Elektro-Marco war das. Nicht Mike. Tischtennis-Mike gab's, aber Elektro war Marco. Ich glaube, alle Bikes, die sind nicht angemeldet. Außer das AOD-Ding vorne. Phil war der linke Phil, ja, genau. Idee. Sag mal, welchen Rang habe ich in der komischen Gewerbesache? Welchen Rang du inne hast? Hat er mich gefragt. Ob ich da jetzt der Chef, ich weiß doch auch nicht, ob ich Stellvertreter bin, ich habe doch keine Ahnung. Ja, ob sie eine Führungsposition bekleidet. Wer hat das gefragt? Naja, der Gewerbefuzzi. Du bist unsere Internet-Expertin. Ja. Da sind noch irgendwie Fiona und sowas eingetragen, deswegen hat das nicht geklappt. Hat er das jetzt erinnert? Macht er gerade 20 Minuten, ruft er mich wieder an, sollte ich Zugriff haben. Verdammte Scheiße, was telefoniert der auch viel, wa? Geht mir jetzt schon auf die Nerven. Ja, Mann, wenn das einmal geklärt ist, wird das schon weg sein. Na klar. Ey.
aber ich bin ja empathisch und sympathisch. Ich kann damit umgehen. Ja, ja. Das stimmt. Oh, habe ich dir jetzt schon Slushy gemacht, Mann? Nein. Wie, oh, hast du dich jetzt auch bei Diablo beworben? Nee. Gibt es da Stellen oder was? Naja, ich glaube, da ist, also eine Stelle war auf jeden Fall weg. Und die hat, meines Wissens nach, suchen die da Leute, ja. Ja, okay. Naja, also bisher noch nicht so, aber Fiona hat sich da wohl beworben, hat sie gesagt. Ne, genau, hat sie ja vorhin gesagt. War die hier? Nee, die war auf dem Wochenmarkt. Ja, ich habe mich vorhin mit der getroffen. Und? Ja, das war so ein bisschen mit der alten Gruppe so ein bisschen Thema-Richtung und ja, gab's ein paar unschöne Reibereien, sag ich mal. Hängt der Haussegen schief, oder was? Ja. Ich habe mich halt jetzt dazu entschlossen, das Angebot anzunehmen und die waren davon halt nicht alle so hundertprozentig begeistert, sag ich mal. Von welchem Angebot redest du? Mit dem Hänger sein. Ah, ich verstehe. Ja, klar. Was hat dich dazu bewegt? Naja, so wie sich das bei denen angehört hat, wollten die halt alle eher wieder so einen Laden haben und dann halt irgendwie nur den Laden machen. Ja, die hätten von Anfang an, nur eine Werkstatt haben dürfen. Das alles außer Kontrolle geraten und alles meine Fresse. Naja. Kannst du nicht ändern. Zurückblicken bringt nichts. Ja, richtig. So, was habt ihr Tick, Trick und Track so jetzt hier vor? Ja, ich weiß schon, dass das so aus. Ja, nix. Deswegen sind wir jetzt mal rübergekommen, weil mir das gerade bewusst geworden ist. Naja, jetzt warte ich noch die 20 Minuten und poste das dann, ja. Ja, genau. Mach mal, wart mal 20 Minuten. Liam, schwing dich mal auf dem Bike und fahr mal hoch zum, oder runter zum Yellow Jacket und guck mal, was da los ist. Und dann kommst du wieder, ja? Ja, mach ich. Alles klar. Okay, hast du noch ein Bier für mich? Naja, klar. Cool. Ich habe das Bier, das Starkbier und den Whisky einfach in den Kühlschrank geschmissen, ne? Zieh mir dann auch mal noch 3 Logger raus. Naja. Howdy. Bobby Popcorn, dich, ne? Popcorn. Hey. Yeah, yeah. Ja, gerade nicht so viel. Popcorn, wie war's? Wie lief es? Yeah. Wie lief's am Wochen wie war Besuch, Wochenmarkt? Ja, eigentlich ganz okay. Die meisten Leute sind einfach nur da, kommen da hin, informieren sich und fahren wieder in die City. Bis jetzt noch keine neuen Kunden gehabt. Naja, klar. Aber das dauert nicht. Ja. Ne? Die kommen dann einfach alle dann wieder hier angedüst. Popcorn, was willst du trinken, Mann? Irgendwas, was knallt. Naja, klar. Hab ich genau das Richtige für dich. Ja, die Slushies sollen ganz gut sein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Slushy, wir haben am Anfang über die Slushies gelacht, aber das ist weg wie warme Semmel, war. Natürlich, ich bin Verkaufstalent. Und jetzt preise auch noch mit das Topping an und die Leute sind einfach gierig danach. Ja, da sind auch 12 cl Wodka drin. Bist du ein scharfen Slushy? Oh, mit Topping? Yeah. Oh, was? Das gibt ein Sriracha Slushy. Mach den mit dem roten Topping. Oh. Ach, naja. Brennt der Grimer? Klar. Also ich kann dir sagen, der brennt, seitdem ich heute aufgestanden bin. Ach du Scheiße. Das ist wie Salted Karamell, süß-sauer. Oh, cool. Heiß-kalt, verstehst du? Ja, yeah, cool. Audi? Gewerbe haben. Hast du noch ein Patreon? Naja, aber ich kann mal Bescheid sagen, dass er sich... Lass mich gucken, ja, kann sein. Ja, yeah. Ja, yeah, okay, cool, alles klar. Hier, danke. Hier. Hier, ein Sriracha-Slushy mit Schuss, Mann. Oh. Ja, vielen Dank, und? Wie kriegst du? Ja, ist schon ordentlich was los. Meier sind auf jeden Fall da. Und für was verkauft die Wade? 2 Wagen ich vom Bake her. Ich hätte 75 gesagt. Ja, dann fahren wir doch mal einen nach. Du wolltest ein Patriot oder so, ja, oder? Ja. Grüß dich, ich bin der Josh. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Nee, noch nicht. Ja, komm in einer halben Stunde vorbei. Okay, cool. Also, erzählst du mir auch deinen Namen oder muss ich ihn raten? Ja, Liam, habe ich doch gerade gesagt. Ah, okay, habe ich dich verstanden. Na cool, Grüße. Hier, Pater Chase. Jo, na wie. Ich habe gerade einen Anruf bekommen. Ich glaube, du sollst dich mal beim Gewerbeamt melden. Scheiße, ja, willst du mich verarschen oder was? Nee, wirklich. Ja, illegal wird Team Bau oder was? Der Anruf war, hast du die Nummer vom AOD Press, weil der soll sich beim Gewerbeamt melden. Sag einfach, du kennst mich nicht. Verdammte Scheiße, was? Ja, jetzt wird das auf dich abgewälzt, Mann. Voller Scheiße. Ja,
Die wollen einfach nur einen scheiß Gewerbeschein. Das gibt man nur an, wie viel Geld auf dem Firmenkonto ist und dann sagen die eine Zahl, drückt das dem in die Hand und dann kriegt man einen Schein. Ja, aber das soll doch nicht irgendwo stehen. Popcorn. Hm. Oh. Das hier ist basiert auf Schenkungen. Alles. Alles ja, okay. Hier basiert auf Schenkungen. Oh, das könnte auch der linke Phil sagen. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Hm. Ja. Scheiße, wenn die mir auf den Sack gehen, dann schenke ich dir fürs Bier. Dann werden die der erste Laden sein, der hier mal Schutzgeld abdrückt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Scheiß Gewerbe. Oh, da muss auch morgen hin. Weißt du. Scheiße, du willst mich jetzt verarschen. Der hat dich ernsthaft angerufen und danach gefragt. Ja. Yeah. Oh Gott, ey, man fickt meine Urne. Ich krieg noch allzu viel. Jo. Ja, das ist halt ich soll so. Deine Urne ficken? Was? Sag mal, Summer, Mann. Summer, verfickte Scheiße. Urne reininterpretieren. Ehrlich? Hier, ja. Ey, muss den Leichenwagen wiederholen. Ich will auch einen. Ja, easy. Du hast gesagt, du organisierst mir einen. Ja, ich muss zwar Kammergeld anrufen. Ich sag's ehrlich, ich hau auf den Tisch, wenn nicht. Oh, ich hab's aber noch nie so wütend erlebt. Oh. Ich hab dich da beim Wort genommen. Cool. Oh, stimmt, ich hab ja gerade geflucht. Ja. Ich muss auch mir selber noch was abdrücken, also passen die 5 Dollar gerade ganz gut. Ja, sehr gut. Das hat mich wenigstens hier dort schon, ne? Naja, klar. Ja, jetzt hauschen wir erstmal diesen Sriracha Slushy rein. Lass dir schmecken, ne? Bin gespannt, Mann. Ist das erste Mal, dass ich das gemischt habe, Mann. Feedback gerne an mich. Hey. Feedback gibt's dann morgen. Ja. Okay. Brent noch nicht so. Ich hab oben so ein kleines Bike drauf gemacht. Oh. Ist das wie so ein Barista oder wie? Ja, so ein bisschen, Mann. Ich bin ein Sriracha Barista ab jetzt. Das ist okay. Da. Oh, okay. Brennt ein bisschen. Ja, das kommt später. Kommt sehr viel später. Und der Hirnfrost. Du denkst, das brennt jetzt, aber keine Angst. Das wird schlimmer. Ich könnte da auch noch Asbach-Urwald mit reinmischen. Oh Gott. Oh mein Gott. Sag das nicht, Wade. Ein Asbach-Slushy. Ja, das, vielleicht ist das gestern schon ein, zwei Mal über die Theke gegangen. Oha. Ey, dann will ich aber auch ein Frauengold-Slushy. Oh Gott. Heilige Scheiße. Frauengold. Am Ende fangen wir doch mit Nürnberg-Slushy oder sowas an. Dann wird's aber richtig Gott. Wild. Das geht mit Summer, wenn sie 10 Minuten Vitamin D abkriegt. Bis der da rausgelaufen ist. Hey. Und, Feedback? Nach dem Gehirnfrost. Ist das unangenehm? Ja. Ich weiß auch nicht, wie Summer das macht, aber vielleicht ist das, weil sie innerlich tot ist. Howdy. Das ist gut, wenn's weh tut. Ja. Ja, natürlich. Ich guck mal in das Fnet. Das was? Fnet. Ach, Fnet. Ja, Alter. Er nimmt das mit dem Bus auch ernst, ne? Wer? Ja, der Bus, die Bus Company. Die Abfahrt 21.02. ab Paleto Bay hat aktuell 10 bis 12 Minuten Verspätung. Naja, ich meine, die Leute sind richtig und richtig. Genau. Die Leute sind darauf angewiesen, dass sie hier oben pünktlich ankommen. Naja, ist auch wieder richtig. Wie zur Hölle, weißt du eigentlich schon, dass das in einem Monat verspätet sein wird? Ähnlich werden. Na, vielleicht ist es eine sehr lange Busroute. Vielleicht fährt der ganz San Andreas ab. Vielleicht muss er irgendwie noch eine Fähre fahren oder so. Ja, bis jetzt hier. Man kann sich den Mund zunähen lassen. Sag mal, kannst du mir das erklären auch, warum? Okay. Mal wieder eine dicke Lippe riskiert, kein Problem. Okay. Ich nähe ihn den Mund zu. Dr. Finn. Ach so. Jetzt einen Prophylaxetermin vereinbaren. Okay. Mal, gut, glaub, das klingt sinnig, ja. Der ist auch Zahnarzt. Ja. Dr. Schulz? Mhm. Ja. Ja. Ich glaube, den könntest du auch aus dem Konzept bringen, Summer. Warum? Der kann nicht so gut mit Frauen reden. Ich ruf mal an. Willst du jetzt einen Prophylaxetermin machen, oder was? Ja. Vergiss nicht, dass du erreichbar sein musst für den Heini vom Gewerbeamt. Howdy. In welchem Amt? Gewerbeamt. Das klingt ja fast niedlich, wenn du das so sagst. Ja, so sag ich ja. Ist ja auch ein niedliches Amt. Bahama Mamas, 22 Uhr.
Das sieht wie eine Veranstaltung für uns aus. Oh Gott. Da sind viele Emojis. Weißt du, was das ist? Und Neon Pink. Nee. Emoji? Nee. Gesichterbilderchen. Hä? Naja, so Bilderchen mit so gelben Gesichtern. So. Warum sind die denn gelb? Schmeilies. Sagt ihr das? War Schmeili. Ja, so ein Lachgesicht. Ja, sowas. Nur mit anderen Bildern und weil eine neue Generation dich alles zu eigen machen will, nennen die das jetzt Emojis. Scheiß Gen Z. Früher hat man da einfach Schmeili zugesagt. Aber da hätte dir der linke Phil vielleicht mehr erzählen können. Glaubst du wirklich, dass der linke Phil mit sowas was zu tun hat? Der benutzt sicher Emojis. Viele Grüne. Wer zur Hölle ist der linke Phil? Jemand, den ich aus dem Knast kenne. Oh. Ja. Guter Freund von Messer Pete. Hm. Warum wurde der linke Phil genannt? Ja, weil er gegen das Patriarchat und diese ganzen Establishments des kapitalistischen Gesellschaftskonstrukts aufgelehnt hat und so ein Scheiß. Okay, also war er kein Patriot. Keine Ahnung, war er ein Kommunist oder so ein Scheiß. Der hat auch bestimmt ein Chaburek. Der hat auf jeden Fall immer Genosse gesagt, jetzt wo du es sagst. Man. Wild. Oh. Grüße. Mahlzeit. Grüße. Geht, was geht. Oh, ich bin hier gerade mit dem Herrn Tonorka. Der Gewerbeamt. Grüße, Gewerbeamt. Das ist das Gewerbeamt. Fick mich doch in alle Löcher. Jetzt kommen sie sich schon ab. Fick mich in alle Löcher und nenn mich die geile Bertha. Was ist denn jetzt euer Problem? Geile Bertha. Ja, ich kann dafür auch nichts. Ich bin nicht das Gewerbeamt. Ich hab den einfach nur hergefahren, ne? Oh, howdy. Das ist der Busfahrer. Scheiße, Mann, bist du nicht der Typ, der den vulkanischen Griff gestern bei mir angesetzt hat? Ja, ja, tatsächlich, tatsächlich. Du kannst den vulkanischen Griff? Ja, ja, Moment. Ach du Scheiße. Nee. Jetzt pass mal auf hier. Abend. Ich sollte es dir doch beibringen. Moin. Mach mal. Naja, ja. Ich lege quasi an, dann setze ich ihn ein und dann kriegst du es mit. Okay, jetzt bin ich gespannt. Pass mal auf, ich setze an und jetzt... Ah! Alter! Oh Gott! Einfach so am. Also ja an der Connection. Kannst du das nochmal machen? So an der Connection zwischen Hals und Nacken, so, weißt du? Und dann, ordentlich drücken. Ich weck dir mal kurz, auf hier. Der ist einfach umgekippt. Was willst du denn? Ich klatsche auf den Nacken, ey! Oh, Scheiße! Oh Gott! Hau die Pfanne drauf. Ich hau dir aber auf den Nacken jetzt drauf. Lass die Finger von uns! Die Kutte saß nicht richtig, ich wollte es nur zurecht machen. Naja, du hast da nichts dran zurecht zu machen. Ach Gott, ja, Entschuldigung. Meine Güte. Sag mal, seid ihr nicht die kleinen. Ihr seid doch diese kleinen Diebe von letztes Mal schon. Ihr habt doch letztes schon hier mal. Nee. Jetzt. Ihr und Diebe? Wie kommen Sie denn darauf? Was soll denn das? Was macht ihr hier? Wir suchen denn die. Gestern hatten wir eine Auseinandersetzung gehabt mit jemand, der lange schwarze Haare hatte und einen Vollbart. Ja, ihr sucht Travis, ja? Ah, Travis heißt er. Travis. Genau. Ich hab was für ihn. Ist er hier? Nee. Der ist halt bei seinem Bewährungshelfer. Oh, steht nur recht. Ich hab ihm ein Bier mitgebracht, ein warmes Bier. Ja. Er mag warmes Bier. Ach, scheiße, ernsthaft? Ja, der liebt warmes Bier tatsächlich. Muss handwarm sein. Ach, kacke, nein. Ich hab den Kühlschrank, könnt ihr das kalt... Ja, klar. Warten Sie, ich nimm mal ein warmes Bier und macht das mal kalt. So. Doc, macht das gleich. Nehmt euch doch, geht an die Theke, trinkt was. Nein. Natürlich. Alles klar. Ich bin Kim Miller, hallo. Schauspieler und Multimillionär. Guten Abend. Hallo. Bist du der, auf dessen Sterne scheißen wollte? Du bist Multimillionär? Ja, richtig. Mir gehört die Villa neben dem Golfplatz. 51. Dann gib mir mal dein ganzes Geld. Warte mal, das ist Travis Erzfeind. Ich geb doch nicht mein ganzes Geld. Okay. Grüße, viel Spaß beim Rocken. Ja, danke. Die Tür hat gerade einen Defekt, geht gleich wieder auf. Ja, natürlich. So, du kommst jetzt erst hier wieder raus, wenn du mir dein ganz beschisses Geld gibst. Mein ganzes? Nein, das, was du jetzt bei dir hast. Oh Gott, in der Tasche. Du bist, hast du gesagt, du bist Multimillionär. Ja, richtig. Aber in der Tasche habe ich mein Geld drin. Warten Sie. Ist hier eine Umverteilungsmaßnahme. Oh, gucken Sie da rein. Das ist mein ganzes Geld drin. Okay, die guck mal da rein. Was ist denn jetzt hier mit Gewerbi-Merbi? Oh, schieß los, der Nocker. Scheiße, ey, ihr kommt mir wirklich... Ja, komm mal rum. Sag mal, komm mal auch. Na klar.
So, was kann man denn für sie tun? Ach, ich bräuchte nur kurz jemanden, den ich als Geschäftsführer eintragen kann, falls wir Rückfragen haben. Und der kriegt doch gleich eure Gewerbelizenz, dann stört euch auch keiner die nächsten 4 Wochen. Okay. Was heißt die nächsten 4 Wochen? Was passiert in 5 Wochen? Jede 4 Wochen braucht ein neue Lizenz. Okay. Sag's nicht. Sag nicht, dass wir in 4 Wochen eine neue Lizenz brauchen. Crispy Kim, was macht ihr jetzt bei den Orkern? 40 Riesen! Ja, Mann. 40 Riesen hat er geklaut jetzt. Scheiße, Mann. Fuck. Mach ich denn jetzt? Was? Ja? Wahrscheinlich nur so ein paar Dollar, das wird halt nicht viel sein. Ihr habt ja eine Bar, eine Werkstatt, aber das nutzt ihr hauptsächlich als Club. Naja, weniger gewerblich, weißt du? Deswegen sage ich ja. Naja. Und Geschäftsführerin ist Frau Summer Parker. Das bin ich, hallo. Ja. Freut mich. Die betreut auch den ganzen Internet und so. Mhm. Hast du denn schon die... Das sieht aber auch so aus wie ein Dieb. Nein, deswegen rufe ich ja die ganze Zeit. So, ja? Ist das denn jetzt hier geklärt? Oh. Ja, der hat meine 40 Riesen in der Tasche jetzt. Wundervoll. Was? Wir sind hier gerade bei dem AOD. Soll ich die irgendwo hinstellen oder sollen wir die? Ach, nee, halt mal ganz kurz. Ich mache jetzt mal wieder die Tür auf. Das ist ja jetzt geklärt. Vielen Dank auf jeden Fall für den Besuch. Hast du das warm? Muss ich jetzt irgendwo hin? Soll ich noch kurz warten? Warum trägst du deine Spartes in den Club und sagst, du bist Millionär, du Trottel? Dauert das noch, weil ich muss gleich zum Krechinhäntel. Hab ich doch gesagt, Kim, das wird ja auch mal zu Verhängnis, Mann. Alles klar, dann warte ich noch einfach. Pass auf, wir machen jetzt die Tür auf und dann gehst du zurück zu den restlichen 960.000 Dollar, hm? Ja, genau so ist es. Ja. Alles klar, super, super. Ach Gott, ich bin auch nur Schauspieler. Kim, ey, ich wusste, das wird dir zum Verhängnis, Mann. So, Tür ist offen, ne? Tür ist offen. Jetzt, oder? Es wird Konsequenzen geben. Los hat mir auch schon 20 Riesen geklaut. Soll ich die Kapellenordnung holen? Komm ich jeden Tag vorbei und druck dir eine Ansage. Das wollen sie doch nicht haben, Sir. Dass ich jeden Tag vorbeikomme und sie... Ich kann es mir kaum ausführen. Das ist ganz schrecklich, Sir. Sie wissen gar nicht, wer ich bin, oder? Kim Miller, doch, Kim Miller, der Millionär. Ja, richtig. Ich kenne sie einmal in den Filmen, mit Sicherheit. Und auch nicht. Was haben sie für Filme denn? Ja, ich habe mal einen Staubsaugervertreter gespielt. Sandy Kaufmann. Abenteuer, das Wax habe ich gespielt. Und Rockerfilm, Sir. Ach Gott. Naja. Ich habe mal so einen Anfangfilm, war ein bisschen schwierig. Da habe ich so eine zweite Persönlichkeit gespielt. Naja, war nicht so toll. Also. Das Geld hole ich mir wieder. Ich sag's Ihnen, wie es ist. Ja. Ja, das kommen Sie. Ja. Na gut. Dann gehen wir jetzt, ne? Ja, okay. Dann bis später, ach Gott. Hör doch jetzt noch, Quispy, Mann. Ich sag's auch nicht. Du sollst dich mal mit deinem Geld prallen. Du bist auch selber schuld. Hast du 40 Riesen? Ja. Weg. Ja, aber als Millionär tut dir das doch nicht weh. Grüße. So, JD, gib mal her. Der wirklich so dumm und hat das ganze Geld dabei. Leg mal ab, ich nehm das mal mit und pack mal von da unten. Ja, genau. Moment. So. Rauf. Ich glaube, das sind noch irgendwie, habe ich was Grünes zwischen hier sehen. Super. Ich glaube, warte, ich hab da noch. Hier ist irgendwie was rausgefallen, noch ein Stück. Naja, alles gut, alles gut. Digga, der hat jetzt nicht wirklich 40 Riesen dabei. Aber das waren noch 20 Dollar. Ja, ich danke. Digga, was? Ja. Das ist Lashi für den Tanaka. Mit Schuss. Sriracha? Ja, wenn schon, denn schon. Da, ne? Da musst du ihn fragen. Hast du alles geklärt? Slushy mit Schuss oder ein Asbach-Uralt-Slushy oder... Ein mit ordentlich Schuss drinne. Naja, dann kriegen sie ein Asbach-Uralt-Sriracha-Slushy. Hast du es hier knallen gehört? Das Auto hier ist irgendwas. Ich habe mal das Bike hier aufgehoben. Das meins. Ja, ja. Ja, ja. Siehst du die Karre hier? Ja. Ist die an? Warte mal.
Nächste EOD. Nächste Straße im Abbotten. Wie ist er? Sag mal, ist das euer Fahrzeug? Ja. Das warum ist die Karre? Taxi 5 Euro. Warum ist die Karre an? Ja, ach, ich sag mal so. Pass mal auf. Nicht in die Bikes reinfahren. Ansonsten muss ich dir leider deinen Bart neu ausrichten. Bin ich ins Bike reingefahren? Das tut mir leid, nicht? Ja, wunderbar. Bis dann. Wie geht's eigentlich, Wade? Hat er jetzt seine Hausaufgaben gemacht? Der ist im Knast. Ach, das ist doch wunderbar. Da bin ich stolz drauf. Den haben wir gestern abholen lassen, ja. Naja, klar. Sag mal, die hatten 40 Riesen in der Tasche. Haben wir die jetzt? Ja, dieser Kim, der hat ewige Rache geschworen und so. Hey, Samal, Doc und Rez, God bless America und Waffen, fuck yeah. Nee, doch nicht. Zum Laden. Ja, wir sind jetzt. Komm, denk an meinen Wagen. Wir fahren jetzt hoch zum Dings oder was? Wo? Na, zum, mal rüber zum hier, Yellowjack, ne? Ach hier, Highway to Harry oder was? Klar. Mach's gut, ciao. Hab ich wahrscheinlich mehr Geld mit als er. Ja, einfach das von den Steuern, die er bezahlen musste. Ja. So. Gut, wir fahren gleich hoch, wa? Oder rüber. Jo. Wo ist denn Summer hin? Weiß ich nicht, keine Ahnung, Mann. Vielleicht nochmal rein. Hat das mit dem Zugang jetzt geklappt, Mann? Wahrscheinlich. Ich glaube schon, ja. Okay. Beim letzten Mal wurde sogar. Summer, hat jetzt alles funktioniert? Hast du Zugang zu der Seite und so? Er meint, ich krieg da jetzt was zugeschickt, heute oder morgen, für eine neue Seite. Per SMS. Okay. Dann habe ich gesagt, danke, gute Arbeit. Und er hat nicht erkannt, dass es Sarkasmus ist, der Idiot. Schön. Du hast jetzt die Lizenz und so einen Scheiß auch, oder? Ja. Schön. Okay. Ja, dann machen wir den machen wir jetzt hier schon. Du bist gefeuert. Ja, irgendwie hast du das mit dem Sarkasmus nicht so rauf. Ne? Ich kann jetzt verstehen, warum er das eben nicht verstanden hat. War das lustig? Bist du fertig mit deinen Witzen? Ja. Gut. Wir machen jetzt hier zu und dann fahren wir hoch oder runter zum Yellowjack, ja? Alles klar? Ja. Der hatte wirklich 40 Riesen dabei, ich raff's nicht. Ja, der war schuld, wenn der hier reinläuft und sagt, ich bin Millionär. Ich guck mal, ob hinten zu ist. Jo. Oh Gott, ey. Aber muss ich heute wieder machen, ne? Ja, mit dem Nightblade Podcast. Nightblade und Zombie standen beide vorm Tor. Ja, das sind da die beiden, die da vor das Tor steht. Ich weiß auch nicht, wieso. Also ich verstehe, aber ich verstehe es nicht. Wenn das morgen wieder so ist, schiebe ich die auf die andere Seite. Ja, mach einmal weg, das Ding. In den Kanal kippen oder so. Der Gabelstapel, hast du den Schlüssel? Nee. Haben wir die Schlüssel mittlerweile? Hab ich überhaupt die Schlüssel mittlerweile bekommen? So, wir fangen gleich rüber, Doc, ja? Ja, klar. So, na dann, Abfahrt. Wir fahren zu. Ach du Scheiße, was ist das denn? Hier ist ja ganz schön was los. Was ist denn das für ein Bus, Mann? Geil. Siehst du, sowas meinte ich eben. Alter, Chat, jetzt muss ich tierisch aufpassen, wenn jetzt hier lizenzierte Musik läuft, geht der Stream aus. Lol. Das ist halt jetzt scheiße. Habe ich zum Glück gerade noch eins dabei. Das war super. Moin. Bist du neu angekommen? Ja, heute. Okay, dann ist das aufs Haus. Oh, ganz herzlichen Dank. Bitteschön. Was kann ich dem Herrn Gutes tun? Habt ihr Logger? Ich hab Weißbier und Harris Jute. Ah, dann nehme ich Harris Jute. Eins, zwei, drei. Ich nehme. Wie viel schaffe ich denn jetzt hier gerade weg? Vier. Naja, klar. Ja, gut, stabile Leistung. Das macht 80. Möchtest du Karte oder Bar? Karte, hier an dem 100 passt. Oh, danke dir. Na, bitte. Gut. Da kommen Leute rein und gehen wieder. Sehen wir so scheiße aus? Also ich kann nicht für dich sprechen, aber ich würde für mich schon sagen, es ist mittelmäßig. Ist eine solide 5. Ist eine 4 minus, ja. Okay. Ja gut. So. Jo, was geht? Ecker? Na, wo denn? Na, scheiße, Mann, nee, auf gar keinen Fall.
Scheiße, hat er sich einen Schlappenstempel stellen lassen? Ja, ich weiß ja nicht. Ja, aber doch. Für dich auch 500, ist das krank? Ja? Nee. Strafakte ist weiß. Grüße. Also, Ron, nee, das ist nichts für mich. Also dafür, dass der Osten, sage ich, der Norden sich hier nicht trifft, trifft der Norden sich hier ganz schön extrem, oder? Nein. Das war wieder so eine Sache, wo man sich einfach nicht... Käfig. Ja. Was? Was? Käfig? Was? Wo ist Käfig? Naja, hier vorne. Absolut wild. Ich wollte sagen, es ist mal wieder so eine Sache, wo man sich nicht auf die Aussagen von anderen verlassen sollte, von wegen, hier ist nichts los. Achso. Na gut, hier geht keiner hin, wa? Ja, das, vielleicht war mal dann. Vielleicht war es zu früh, das dauerte mal ein paar Minuten. Hast du Bier gekriegt jetzt, den Bier? Hab ich bekommen, okay, ja. Jojo. Jo. Ist klar. Jawohl, zum Wohl. Ah ne, hier ist einiges los. Oh, danke dir. Ja, klar. Ja, also wenn sich wer prügeln will, da hinten ist ein Käfig. Nur da wird sich geprügelt. Eine etablierte Regel im Norden anscheinend. Ja, ja. Hört man denn die Mucke so sehr? Ein Käfig ist hier hinten, hinterm Bus. Ich mag's nicht, wenn man Mucke hört, wenn ich mich schlage. Naja, da hörst du wahrscheinlich schon Mucke, ja. Fällt das aus. Oder du musst halt, scheiße, Mann. Vielleicht haben die Europacks rumliegen, man muss dir da sowas reinklemmen. Das ist dann so ein sensorischer Kampf, verstehst du? Du kannst dich dann nur noch auf deine Augen verlassen. Ich muss mir die Augen und die Ohren verbinden und es geht nur um so ein, sozusagen, wie so ein fucking Kung-Fu-Meister. Genau, Mann. Sowas könntest du dann halt machen, hä? Merkst du deine anderen Sinne dadurch? Ja, sozusagen, Mann. Ja. Also das wäre aber da hinten, hast du. Aber Käfig sieht auch cool aus, Mann, also. Bisschen anders als der gestern, das ist so ein richtig Hell in the Cell, Mann. Ja. Yeah. Ich geb mal Summer Bier. Peter hat einen Johnny, der alle fertig macht. Wir müssen ja nächstes Mal irgendwo reinschicken, wo man Geld gewinnen kann. Und sagen wir ihm ganz am Ende im Finale, okay, du musst jetzt verlieren. Ja, da musste sich gestern musste sich noch jemand einen Zahn von Wade ausoperieren lassen. Hörst du Scheiße. Ja, ja. So ein hier einer vom Exotic Cars. Der war da und der hat mit Wade gekämpft und hatte eine Bisswunde. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Bevor ich lag, habe ich auch nur so einen rothaarigen Löwen gesehen. Mit seiner Tatze immer näher kam und dann habe ich auch nichts mehr mitbekommen. Super Friendly Fire da erstmal. Ja, bei der Massenschlägerei dort. Ganz schön viele Prospects. Mhm. Die sehen aus, die werden rein aufgefüllt. Also wirklich? Mhm. Bisschen viel vielleicht. Ja, auch nicht mehr. Also noch nicht so lange die hier wieder, glaube ich. Ist wahrscheinlich von dem Unterlauf genommen. Kalito ist auch Prospect, ja, oder? Ich glaube, Kalito ist auch Prospect. Und es war es das letzte Mal, gestern. Gut, ja, wenn du jetzt noch einen von denen hast, dann konzentriert sich alles auf einen Chapter, war. Ja, das kann sein. Hast du Raffi oder so nochmal gesehen? Was hast du schon vergessen? Ich glaube, die sind so. Die bleiben erstmal da wahrscheinlich nicht so. Ja, ich glaube, ja. Hacho, genau so hieß er. Ich hatte gerade irgendeinen Namen. Hast du den Namen von deinem ehemaligen Chef vergessen? Ja. Von denen habe ich die gar nichts mehr gehört. So wie ich mitbekommen habe, ich habe nochmal nachgefragt, aber alle weg. Ich bin seitdem ich seine Karre geschrottet habe. Und der Earl Grey vorbeigebracht hat. Ja, das musst du aber auch mal schauen, oder? Kommst du an seine Karre und schrottest die direkt? Hast du sie nicht unter Kontrolle? Oder was? Nee, er hat gesagt, die ganze Zeit, wo du die gefahren bist, warst du nicht mal annähernd Höchstleistung. Hab ich kurz nach hinten geguckt, hab Tempo aufgebaut und dann war da die Abfahrt. Ja. Ja, da war eine Kurve. Ja, das Glück, dass sie dann wieder weggeflogen ist, war. Auf die andere Spur, ja. Quasi die Spur da drunter. Achso, warte, du bist... Oh Gott. Ja. Wir reden nicht drüber. Das ist so eine Rache-Aktion. Was bist du denn jetzt hier am Rumtieren? Weil, fandest du, er hat dir zu wenig Gehalt gezahlt? Es ist einfach wirklich... Wer juckt den Fingern? Das mein nächstes immer Mal noch. Geht. Ja. Weißt du, gestern, das hat mich selber gewurmt. Das hat in die was? Eier. Ach so. Die Beinschere. Ja. Ah, selber schuld. Wie selber jetzt, schuld. Was hältst du noch so denn? Also ganz ehrlich, bei der Hose, ne? Wie soll man dir dann nicht in die Eier treten? Grüß dich, Doc. Das nehme ich auch wirklich persönlich jetzt. Naja, es ist auch persönlich gemeint. So eine Hose zu tragen, das ist schon ein Statement.
Und ich kann das Statement setzen. Ja, da musst du mit den Konsequenzen halt auch leben. Aber gestern hatte ich die Hose doch gar nicht an. Was hast du... Ich achte da halt nicht drauf. Ja. Das erledigen ja bald deine Flatterbänder, wa? Die Fransen. Oh, da freue ich mich drauf. Wisst ihr? Da ist es auch einfach gut, so enge Hosen zu tragen. Wenn ich da so, wenn ich weite Hosen tragen würde mit den Fransen, Mann, dann würde ich das nicht merken, wenn die an meine, an meine Haut schlagen. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Ah, ne, ich geh mir jetzt mal den Käfig mal angucken. Ich komm mit. Manchmal fühlt sich das an wie so eine Kuhherde. Einer geht, alle rennen hinterher. Das ist wirklich krass. Ich hab grad schon gesagt, guck mal, wie viel fucking Prospects der scheiß Marian hat, Alter. Ja. Die das haben richtig viele Prospects. Das sind drei alleine hier vorne nur. Ja, und die Alex, die ist nicht hier, aber die ist auch noch ein Prospect. Alter, was? Das letzte Mal, die als wir bei denen waren, waren die nur zu dritt. Ja, die, ja, das waren aber die Südmayans. Das hier sind die Nordmayans. Nee. Wo ich mit den anderen war. Achso. Naja, genau, da waren die zu dritt und dann haben die Gott und die Welt Gute verteilt. Das ging dann plötzlich ganz schnell. Da waren die wieder 12 Leute. Weiß auch nicht, wo die alle hergekommen sind. Na, aus der Stadt. Ja. Was? Möglich. Da gibt's ja jetzt keine mehr. Ja, aber die scheinen auch einfach gegangen zu sein ohne alles. Die Alex, die ist da Prospect jetzt bei den Nordmayans. Hat bei dem Ink Tattoo Studio gearbeitet. Die hat einfach vom Gewerbeamt erfahren, dass sie ihren Job verloren hat. Grüß dich. Scheiße, Mann, was geht? Was geht bei euch? Oh, nicht viel, was kann ich für dich tun? Ja, nicht viel. Tätowier ein bisschen, dies, das. Ja. Cool. Mhm. Wo tätowierst du denn? Hier da vorne. Ja, das war jetzt nicht die Frage. Für welchen Laden wahrscheinlich? Ja, so, scheiße, Mann, der muss auch ein bisschen präziser sein. Ja, entschuldige bitte. Eastside für Tyler. Also, das war schon ziemlich präzise, ehrlich gesagt. Ja. Er hat schon recht, er hat das schon richtig gesagt. Ja, genau. Hast du gerade jemanden Schlampenstempel aufgedrückt eigentlich? Weißt du was? Naja, hinten am Steiß hast du doch jemand drauf was tätowiert. Fuck. Ach, scheiße, Mann. Ich dachte, ich guck nicht richtig. Hat der da eine Heilflosse? Der war doch voll wie eine Wanne. Ja, der hat doch reingehagelt wie eine Haubitze. Der weiß doch morgen nicht, was er da hat. Der wundert sich, warum es brennt. Ja, die waren irgendwie beide zusammen. Keine Ahnung, die wollten ein Partner-Tattoo. Die haben jetzt beide so eine Flosse da. Die wollten das. Ich hab gesagt, die waren vielleicht ein bisschen knackenhart, aber ich muss ja muss. Oh Gott. Ich sehe es nur und denke nur so, das ist doch so eine typische, ne? Tätowierer zu einer Alkoholparty einladen, einfach auch keine geile Idee, einfach. Doch, ich finde es ja, für dich ist das geil. Aber wenn hier irgendwer kommt und sagt, ja, nach dem vierten Starkbier, ich hätte schon gern Treibel auf dem Nacken. So, dann sagt er, ja gut. Kriegen wir hin? Ja, genau. Ja, und der Nächste sagt, ich würde gerne aussehen wie Mike Tyson und dann geht's richtig los. Ja. Da kann man sich wenigstens mal richtig das Leben versauen, gefällt mir. Was ist denn da jetzt los? Ach, die schlagen sich jetzt echt im Käfig. Da muss ich jetzt aber auch. Oh, nee. Wie, die schlagen sich im Käfig? Ist das so ein Käfigkampf oder wie? Ja, es gibt einen Käfig, ja. Alter, ich muss herausfinden. Okay, ich muss herausfinden, wer das ist und muten. Zu Ende schon. Scheiße, und du gehörst zu so einem Rockerclub oder wie? Ja, ich bin Vater Chase, ey. Boah, ich muss mal hier weg, ansonsten krieg ich noch Ohrplack. Scheiße, ich kann sie nicht muten, Chat, ich kann sie nicht muten! Heilig bin ich jetzt nicht, ja? Ja, aber ich meine jetzt so eine Kirche so mäßig. Naja, weiß ich nicht. Ich bin halt jemand, mit dem man über Glauben spricht, ja? Weißt du, ich stell mir so manchmal Fragen, weißt du? Was stellst du denn Fragen, mein Sohn? Ist dir mal aufgefallen, dass man nicht nachdenken kann? Wenn du halt probierst, über das Nichtdenken nachzudenken, denkst du über das Nichtdenken nach. Klingt sehr kompliziert. Ja, das ist auch sehr verrückt. Ich frage mich, warum man das nicht machen kann, weißt du? Du sollst mal mehr kiffen. Ne, scheiße, Mann, das hilft nicht. Das bläst den Verstand frei, ja? Ja. Apropos kiffen, brauchst du da sowas? Ey, verdammt, also, heute würdest du wirklich alle Boxen am Stereotyp-Simulator durchboxen, oder was? Nee. Also ich hab da so ein bisschen was. Also ich hab jetzt halt nicht dieses 0 oder 15 Scheiß von den Straßen, so. Ich hab richtig gutes Zeug. Nee. Ich brauche nichts. Nee. Was ist denn das? Keine Ahnung, ich hab mich aber auch gewundert. Ah, es kommt aus dem Käfig. Bist du dir sicher? Irgendwas anderes vielleicht? Nee, alles gut. Sehr sicher. Ich hab alles. Alles, was du dir vorstellen kannst. Verdammte Scheiße, ich brauche nichts. Bleib ruhig.
Ich brauche noch sonst ein Auto. Kann ich dir auch verkaufen. Warum warst du heute nicht bei diesen komischen Sandy-Shaw-Flughafen? Da hättest du die ganzen, Leute vom Flughafen einlabern können. Ja, scheiße, ja. Nee, das ist nicht so meins eigentlich. Also allgemein hier oben, so, ich komme halt ungern hier oben hoch. Ich weiß nicht. Also, ja, sind ein bisschen anders, die Leute hier. Ja, das kann ich verstehen. Sind sie aber auch zurecht. Ja, ja, ich meine, das verwirrt mich halt alles, dass sie da alle so Cowboy-Hüte aufhaben und so. Das für eine Scheiße. Ja. Ich hätte dich gewöhnt aus der Southside. Oder Eastside. Naja. Und wo kommst du her? Ist das hier ein Interview oder was? Das ist ein Interview, jetzt genau. Scheiße, man sich aus wie ein Reporter oder ich wie? Ich komme aus einem Liberty City Bundesgefängnis. Scheiße, Mann. Ich meine jetzt aber, wo wohnst du denn hier? Wohnst du hier im Norden oder? Naja, uns gehört der Custom Motorcycle Kram. Wo ist das? Richtung Grapeseed? Eigentlich. Vielleicht noch so ein bisschen. Was ist da so in der Nähe? Wir sind da die Einzigen. Da ist nichts. Das ist nur unser Laden. Naja, du fährst hier vorne Richtung Berg und dann rechts die erste und dann ist es auf der rechten Seite irgendwann. Ach so, ja. Klar. Ja. Yeah. Ich glaube, da bin ich mal vorbei. Nee, doch. Ich glaube, da war ich sogar mal. Cool. Ja, doch, da hängt doch irgendwie so V8 oder so. Oder? Ist das ein großes Logo? Ja, da ist so ein riesiges Logo, da ist so eine Bar, eine ja, Werkstatt genau, und Tattoo. Ja, doch. Da war ich da schon mal. Ja, und wir machen am Sonntag unseren Service. Das heißt, Gottesdienst. Dann kommen die ganzen Schafe vorbei. Wenn sie wollen. Ja. Und dann spülen wir uns die Sünden weg. Beichten. Ja, aber so mit Beichten habe ich so ein kleines Vertrauensproblem. Ich weiß auch nicht. Naja, dann kipp einfach nur rein und spülen die Sünden weg. Ja, dann Mann, ich gebe dir das Herzbach-Uhr, da kommst du klar mit. Ist das das Vertrauensproblem, was sich davon abgehalten, mir deinen ganzen scheiß Drogenkatalog anzubieten, oder was? Ja, scheiße. Nein. Ja, alles klar. Jetzt nicht. Also, ich habe dir jetzt nicht alles angeboten, ja? Nee, du hast so gesagt, ich habe alles. Ja, alles, was du dir vorstellen kannst. Also, keine Ahnung. Ja. Haben wir jetzt hier nicht explizit über Drogen gesprochen? Nein. Ich hätte auch was anderes meinen können. Ist übrigens ein Käfig, da wird sich geprügelt wieder. Ja, ich. Ich habe keinen Bock auf die Mucke. Ich weiß nicht, ob das hilft. Die haben gesagt, das ballert über die Ohren raus hier. Noch jemand unterhopft? Ja. Was ist das? Das reinkippen, da sollst du dir das in die Ohren reinkippen und das betäubt wo. Das soll ich mir in die Ohren reinkippen? Ja, genau, das haben die mir gesagt. Ich kipp mir das doch nicht in die Ohren rein. Ansonsten am anderen Ende des Käfigs hört man da nicht mehr viel von. Ja. Na, dann versuche ich mal außenrum zu kommen. Naja. Ey, ich kann wirklich nicht. Ich bin schneller. Okay. Ich bin wirklich schneller weg, als du dir vorstellen kannst. Und ich kann es auch nicht muten, das kommt aus dem Teamspeak selber. Und die spielen halt immer, die spielen halt immer urheberrechts. Also das ist denen scheißegal. Ich muss es jetzt muten und versuchen mal hinzugehen, ne? Das ist denen einfach scheißegal, ja. Tut mir leid, Marlies, tut mir so leid. Aria. Das war geil. Gemacht. Ja, sehe ich schon. Ja, ist meine Nase noch gerade? Jetzt gerade sind wir im Moment. 1, 2, 3. Jax, hast du dich schon geprügelt? Ich glaube, 5 oder 6. Maya sind gerade noch dran. Ich weiß, dass ich dick bin. Oh, nee. Oh. Was? Oh, ihr seid die Besten. Stinke Peter, wie lief bei euch nicht am Zaun, Leandro? Ja, Mann, aber ist doch cool. Geh mal raus, ich will mit Steve. Hast du schon gehört? Doc macht die Beinschere, hat er von mir gelernt. Ja, er hat heute schon damit angegeben, mehrere Male. Ey, ohne Scheiß, ich hatte lange nicht mehr so einen schönen, geilen Abend, ey. Ins Maul. Also wirklich, ich freue mich total. Herrlich. Ja, wie gesagt, morgen, ich denke mal, dass ich so... Ich werde morgen erstmal ausschlafen. Was ist da denn los? Guck mal, der spielt mit dem. Ach, danke dir. Was macht er denn? Das machen wir. Ist das Steve oder was? Ich war. Alles Klärchen. Ja, ich glaube, das ist ja, vielleicht ich wollte gerade überlegen, ob ich mich auch kurz in Käfig stelle, aber ich glaube, ich lasse es lieber. Nee, ohne Flachs, ich bin der 70, ich habe nicht mehr die besten Knochen, das ist nicht gut. Ich hatte schon viele schlechte. Ich habe der Arsch hier bei übrigens. Mein Gott, was schreit denn er so? Kann der 70-Jährige bitte in den Käfig? Vielleicht stirbt dann heute noch einer. Ach du Scheiße. Ey, Leute, warte mal, Leute. Was? Das ist nicht nett, ist da auch ein Schweineherz kann bluten. Ich habe kein Wort verstanden. Ich sagte auch ein Schweineherz kann bluten, das war nicht nett. Mein Sohn, das Erste, was man macht, ist nicht so laute schreien. Das ist wichtig. Denn? Nicht so laut schreien.
Ja, das ist so. Es tut mir leid. Muss ich nicht entschuldigen, alles gut. Ich sag nur, du sollst nicht so schreien, Mann. Oh, dann kriegt jeder, dann muss auch nicht jeder von deinem Schweineherz mitkriegen. Was war? Ja, alles klärchen, so. Ja, alles super. Danke für die Frage. Ich hab da noch was. Ich würde mich freuen, wenn der stirbt. Hat doch Spaß gemacht. Das, ja, das wissen wir jetzt immer. Wie wär's mit dir, Jax? Gehst du heute drauf? Drauf gehen? Nicht geplant. Warum? So, mein Jutta. Moin, nur. Kommst du ran auf den Meter, komm. Guck dir das Gesicht ein. Wisst ihr, ob das einfach nur so free for all ist oder gibt es hier irgendwie ein Turnier? Nee, das ist einfach rein. Burkhard geht einfach rein. Aha, ich verstehe. Was, was wird denn jetzt gehopst? Ey, wohin mit dir? Du verlierst die Kontrolle. Das steht ja nicht. Oh. Oh, jetzt hat er ihn fast, er hat ihn fast. Jetzt ist der nächste Schritt, der nächste Schlag ist der entscheidende. Keiner traut sich. Bei beiden? Ja, bei beiden, hundertprozentig. Ja, komm, hundertprozentig. Komm, die tänzeln beide schon. Jetzt einmal gegen die Kniescheibe. Ja, das wäre gewesen. Ja. Guten Morgen, Prinzessin. Ja, danke dir. Alles richtige Boxer, die können alle gut ducken. Ja, Mann, aber du hattest ihn fast. Ja, ich weiß, aber er war eins. Sonst noch wer? Ich geh mal rein. Ja, dann Carlito, mach du gegen Steve, los. Oh Gott, ich sterbe, diese verschissene Mucke, Alter. Naja, das ist das halt. Wirklich, das ist ja wirklich katastrophal. Auf los geht's los, ne? Los? Jojojo, wo kommt die Haltung her? Niemand, einfach rein. Guck mal, wie der tänzelt. Howdy. Ja, nicht viel, ne? Wir das an. Ja, komm. Was ist los mit dir? Ja. Da kann die Haltung noch so geil sein, wenn der Boxen nicht klappt. Er liegt doch schon, Carlito, beruhig dich. Carlito ist niemand mehr. Ach so. Jetzt wird Summers Traum doch noch fahren. Hier stirbt jemand. Was ist los, Leandro? Ja, komm, bring sie ran. Ist der so ein King of the Hilding oder was? Ach so, du meinst. Hast du auch deine Ringe ausgezogen? Ich vertraue dir nicht. Gute Einstellung. Oh Gott! Bis jetzt noch keins verloren, oder? Nope. Ja, DC ist Zeit für die Faust Gottes, oder nicht? Weil ihm Geld geklaut worden ist, weil irgendjemand einen scheiß Stern so auf irgendeinem Walk of Fame rausgerissen hat oder so. Ja, okay. Und da hat er traurige Musik drin gemacht, Regeneffekte und hat gesagt, wie traurig er ist und was das für ein Scheißtag ist. Ja, was? Wer ist scheiße? Naja, dieser Kim Miller hat ein Video gemacht im VNet. Im WD40K, hä? Bitte? Und wie traurig er ist. Und irgendjemand hat seinen Stern, seinen Walk of Fame Stern rausgerissen und der Max, hat einen ganz schlimmen Tag. Der Millionär hat einen ganz schlimmen Tag, oder was? Ja, weil ihm 40 Riesen geklaut worden sind und sein Stern auf dem Walk of Fame rausgerissen wurde. Ja, gerne. Ein bisschen Spaß habe, ne? Wir schicken Peres da rein, wenn der kommt. Ja. Richtig traurig, ja. Der Kim Miller, der hat ja auch gegen die Lost Bikes gepisst, ne? Das Video habe ich gesehen. Naja. Okay, wie wär mit, ja? Wir haben benutzt wieder hier. So, mein Freund, bist du soweit? So, warte. Auf den Kampf. Naja, hau rein, wa? Komm. Bleib mal ruhig hier, meiner. Na komm! Sehr gut, ich sehe, Mann. Gut gemacht. Alles gut. Mein Gott. Weiß nicht, ob der durch die Maske atmen kann. Scheiße. Alles gut? Ja, alles gut. Guter Kampf.
Alles gut. Oh, ich muss das Ausweichen noch lernen, ich krieg das irgendwie immer zu spät. Hast du ein Studio zugeschlagen? War gut, war gut. Danke. Ah, wo bist du? Mal, bist du noch im Busch? Ja. Ich bin hier oben. Scheiße, du bist auf dem Schild. Wie ist er dort oben? Na mal, komm wieder runter. Aber langsam. Spricht sie auf einmal aus dem Himmel zu uns, oder was? Das war kurz, das war gruselig. Ihr meint ja, irgendwer stirbt heute noch. Oh, deiner Bock auf Arm drücken, da gibt's auch keine scheiß Musik. Nö, alles gut. Arm drücken, JD, komm. Das guck ich mir aber auch an, Alter. Stern des Norden, immer grauen gegen mich, immer hier. Hallo. Ich kümmere mich am echt. Ne? Bist du? Ey, sag mal. Alle gehen alle mal. Oh, wie geil das jetzt ist, du hast gar nichts mehr. Oh, da ist der Rohr. Scheiße, wie funktioniert denn Arm drücken nochmal? So. Mach dich fertig, Junge! Ich mach dich fertig! Oh, Scheiße. Boah, das ist jetzt aber auch Krampf hier. Ah, mein Arm! Was jetzt so passieren würde, wenn ich einen von euch kitzeln würde? Boah, der... Was ist das? Ja, JD, stirb! Heilige Scheiße. Oh Gott! Ja, guck mal, was hier los ist, Schätzchen. Boah, der ist ja unangenehm lang hier. Josh, mach jetzt nicht schwach. Josh, du musst gegen. Du musst gegenhalten. Go, Josh. Go, Josh. Go, Josh. Oh Gott! Oh! Mann. Ich hab dich angefangen. Eisenfaust. Ich bin mein Arm nicht mehr. Oh. Heilige Scheiße, das habt ihr aber auch wirklich in die Länge gezogen. Du hast fast den Knochen gebrochen, Junge. Oh. Ich spüre nichts mehr. Scheiße. Naja, die sahen wirklich erschöpft aus jetzt. Hast du gekämpft schon eigentlich? Klar. Hast du weggewichst? JD und ich, wir haben uns gleichzeitig eine Faust in die Fresse gehauen. Sehr gut. Ja. Wir sind beide Knockout gegangen. Aber gut, war ein guter Kampf. Aber dieser Mann, da hast du diesen Kalito da eben drinne gesehen? Nö. Ja, der hat einen nach dem anderen weggeholt. Heilige Scheiße. Ah, will noch jemand ein Bierchen, Mann? Dann organisiere ich noch was. Ich bin noch voll, danke. Wir könnten es nehmen. Oh, es gibt jetzt eine größere Schlägerei. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Heilige Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Kacke, guck mal, wie die Körper fliegen. Oh, der eine hängt sich am Käfig fest, der möchte raus. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob das so geil ist, die ganzen Mediziner, die einem helfen können, niederzuschlagen. Ein fester Körper, ein absolutes fester Körper. Gleich wird wieder jemand für tot erklärt. Ja, willst du noch ein Bierchen? Oh ja, bring mir ruhig eins mit.